Werte Zuschauer, wie ich Ihnen schon sagte, hat die weiße Z21 keinen Programmiergleisausgang. Hier müssen wir uns also selbst behelfen. Dazu habe ich Ihnen mal hier zwei Zeichnungen mitgebracht, wie wir ein Programmiergleis sinnvoll installieren können. Zwei Möglichkeiten gibt es, fangen wir hier oben an. Nehmen wir mal an, das wäre Ihre Anlage. Dann würde es einen Sinn machen, das nächst erreichbare Gleis, wenn zum Beispiel der Standort hier wäre, dass man dieses Gleisstück hier beidseitig isoliert, über einen zweipoligen Umschalter, hier mal als Foto dargestellt, damit Sie wissen, was Sie kaufen müssen, haben Sie dann zwei Modi. Entweder der Schalter nach rechts, dann liegt überall Fahrspannung an. Also die Option Fahren. Nehmen Sie den Umschalter, den zweipoligen Umschalter nach links, dann wäre die Spannung hier im Fahrteil abgeschalten und nur in jenem Bereich, im Programmiergleisbereich, die Programmierspannung aufgeschalten. Hätte den Vorteil, Sie können jetzt mit Ihren Loks hier drauf fahren, könnten jetzt alle Loks, die sich hier befinden, dort stehen lassen. In dem Moment, wo Sie hier drauf gefahren sind, schalten Sie um. Hier ist die Spannung weg, nur hier liegt die Spannung an. Also würde nur jene Lok, die hier steht, programmiert oder ausgelesen werden können. Ein anderer Fall, den man auch häufig antrifft, das wäre wieder Ihre Anlage. Wieder der gleiche zweipolige Umschalter und man installiert sich entfernt von der eigentlichen Modellbahnanlage irgendwo an einem sinnvollen Ort ein separates Programmiergleis. Wäre also auch noch eine Option. Kann jeder machen, wie er will. Also zweipoligen Umschalter kaufen und sich selbst so oder so ein Programmiergleis installieren. In der letzten Folge unserer Sendereihe wollen wir uns mit den sogenannten peripheren digitalen Systemkomponenten beschäftigen. Was sind das? Wir haben es hier mal dargestellt. Das wäre der Booster, der Bremsgenerator, Kehrschleifenmodul, Weichendecoder, Signaldecoder, CDE-Boosteradapter und das Rückmeldemodul. Was das sind, werden wir im Einzelnen durchgehen, aber wir werden uns folgende Komponenten hier in der letzten Folge ersparen können, nämlich Bremsgenerator und Rückmeldemodul. Warum? Das haben wir eigentlich schon alles behandelt in unserer Reihe Computersteuerung für Modelleisenbahnen. Lassen wir also hier im Rahmen dieser Sendereihe raus. Des Weiteren können wir uns hier erübrigen das Kehrschleifenmodul. Warum? Weil die Bedienungsanleitung zum Kehrschleifenmodul eindeutig ist, auch relativ leicht zu installieren. Also können wir uns hier im Rahmen dieser Sendung schenken. Fangen wir an mit dem Booster. Worum geht es dabei? Wenn Sie zum Beispiel eine Startpackung nehmen, dann haben Sie da drin ein Steckernetzteil mit 35 Volt Ampere. Nun, 35 Volt Ampere reichen für eine Startpackung, aber nicht für eine Modelleisenbahnanlage. Sollten Sie also feststellen, dass diese 35 Volt Ampere oder kurz genannt VA nicht reichen, dann ist es empfehlenswert, sich ein großes Netzteil zu kaufen mit 55 VA. Nun wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo auch diese 55 VA nicht reichen. Dann brauchen wir noch mehr Leistung. Eines wird nicht gehen, steht auch in jeder Bedienungsanleitung. Man darf nicht einfach zwei Verstärker oder zwei Zentralen nehmen, und also Z21 und die parallel schalten. Dieses Ansinnen würde Ihnen schlimmstenfalls mindestens eines der Geräte mit einem kurzweiligen, einmaligen Rauchzeichen quittieren. Bitte also nicht so verfahren, geht nicht. Wir müssen dann die sogenannte Booster-Technik verwenden. Worum geht es dabei? Und zwar, wir teilen unsere Anlage in zwei Leistungskreise. Ich sage dazu jetzt auch bewussterweise nicht Stromkreise. Warum? Der Begriff Stromkreis ist aus der Analogtechnik bekannt
und suggeriert jedem, dass bei mindestens zwei Stromkreisen beim Überfahren der Trennstelle die beiden analogen Modellbahnregler gleichsinnig gestellt sein müssten. Ansonsten käme es schlimmstenfalls hier an der Stelle, an der Trennstelle, zum Kurzschluss. Oder aber, wenn die Geschwindigkeiten zwar gleichsinnig, aber verschieden gestellt sind, würde die Lok hier ruckweise über die Trennstelle fahren. Das wollen wir nicht. Also, das wird auch im digitalen Bereich nicht passieren, wie wir nachher in der Versuchsanordnung auch sehen werden. Daher also werde ich hier nicht den Begriff Stromkreis verwenden, sondern Leistungskreis. Es hat auch noch einen anderen Sinn. Da die Befehlslage in dem Verstärkerkreis und im Boosterkreis gleich ist, ist es im Grunde genommen auch ein Stromkreis, aber mit verschiedenen Leistungseinspeisungen, Booster und Verstärker. Also wir haben hier zwei Leistungskreise. Zum Beispiel haben wir mal die angenommene Anlage hier getrennt. Bedeutet, der Innenkreis ist ein Leistungskreis und der Außenkreis. Der Außenkreis wird versorgt, wie wir hier sehen, über den Verstärker. Der Boosterkreis innen gelegen über dem Booster. Natürlich müssen wir den Booster mit einem eigenen Netzteil versorgen, denn wenn Sie jetzt den Booster hiermit anklemmen würden bei dem ersten Netzteil, dann würden Sie nicht die Leistung verdoppeln, sondern im Prinzip halbieren pro Leistungskreis. Was ist der technische Hintergrund eines Boosters? Nämlich, wir gehen hier in den Boosterausgang des Verstärkers mit einem Boosterkabel hier hinein. Das bedeutet, wir koppeln hier eine Steuerspannung aus, verstärken die im Booster. Da wir nur hier einen Regler in dem Verstärker Z21 haben, bedeutet das auch, die Befehlslage im Verstärkerkreis und im Boosterkreis ist ein und dieselbe. Wir können also damit die Trennstelle überfahren, ohne dass Sie überhaupt davon etwas merken. Die Aufteilung der Stromkreise sollte man geschickterweise so wählen, dass die Leistungsverteilung pro Leistungskreis annähernd gleich ist. Worum geht es? Nehmen wir mal einen Extremfall an. Im Außenkreis hätten Sie jetzt 10 Lokomotiven, im Innenkreis nur eine Lokomotive. Dann würden wir ja im Außenkreis die zehnfache Leistung benötigen als im Innenkreis. Das würde dazu führen, dass die Spannung im Außenkreis etwas zusammenbricht gegenüber der Spannung im Innenkreis. Bedeutet, beim Überfahren der Trennstelle würden wir hier mit den metallischen Radsätzen der Lok die Trennstelle brücken und somit auch eine Spannungsdifferenz zwischen Innen- und Außenkreis brücken. Es würde ein sogenannter Ausgleichsstrom fließen, der gegebenenfalls dazu führen könnte, dass also der Überlastschutz des Boosters und oder des Verstärkers wirksam wird. Also symmetrische Leistungsverteilung. Das kann dazu führen, dass man vielleicht auch die Teilung der Leistungskreise anders vollziehen muss. Ist hier unten dargestellt. Dort haben wir im Prinzip hier von der Schnittstelle unterhalb den Verstärker eingespeist und in den Teil hier oben eingespeist über den Booster. Das muss also jeder so wählen, dass er eine annähernd symmetrische Leistungsverteilung erreicht. Im rechten Bild habe ich hier mal dargestellt die Z21 mit dem Boosterausgang. Dort können wir anschließen den Bremsgenerator in Verbindung mit dem Signaldecoder, wenn man das möchte. Hier den Booster, hier gezeigt. Dieser Booster aber wird ersetzt werden durch einen neuartigen Booster, darauf werden wir nachher noch kommen. Das ist also hier gezeigt ein Auslaufmodell. Sie können auch, so Sie das wollen, Fremdbooster einsetzen. Die sind etwas leistungsstärker als unsere, zum Beispiel hier von Litvinsky. Und Sie können über einen CDE-Adapter, hier dargestellt, leistungsstarke Booster einsetzen, zum Beispiel von Lenz oder Massot.
Hier im konkreten Beispiel wäre es ein Mustard-Booster. Worum geht es dabei? Wir durften feststellen, dass also auch die Großbahner auf die Z21 zugreifen, wegen der Möglichkeit der Anbindung von Tablet-PCs und Smartphones. Aber natürlich reicht das Leistungsangebot eines Z21-Verstärkers oder Boosters mit 55 VA nicht aus, ist zu wenig. Damit Sie also auch Großbahn leistungsseitig ordentlich versorgen können, der CDE-Adapter, und dann können Sie hier CDE-Booster von Lenz, Mustard, TAMS und so weiter verkabeln, installieren und somit das ganze System großbahnfähig machen. Nun werden wir uns diesen Fall Z21 in Verbindung mit einem Booster mal in einer Versuchsanordnung anschauen. Nun, werte Zuschauer, zur Versuchsanordnung Z21 mit Booster. Schauen wir uns das mal an. Hier die Z21, hier der Booster. Der Booster wird, wie wir aus der Prinzipskizze entnehmen konnten, mit einem Boosterkabel verbunden. Wir gehen bei der Z21 in den Boosterausgang, beim Booster selbst in den Boostereingang. Den Booster haben wir gemäß Prinzipskizze mit einer Spannung zu versorgen. Dazu habe ich mal hier einen einfachen Modellbahntrafo genommen und entnehme hier die Spannung aus der Zubehörseite, also 15 Volt Wechselspannung. Da wir jetzt hier keine große Anordnung haben, reicht das für diesen konkreten Fall auch völlig aus. Sie sollten natürlich hier ein ordentliches Netzteil nehmen, nämlich mit 55 VA. Vom Booster gehen wir, vom Gleisausgang desselben, auf ein Gleisstück bis hierhin. Das ist jetzt hier mein Boosterkreis. Hier beginnt mein Verstärkerkreis. Wie auch in der Prinzipskizze dargestellt, ist der Teil hier beidschienig mit Isolierschienenverbindern getrennt. Hier speisen wir vom Gleisausgang der Z21 ein. Also das wäre hier mein Verstärkerkreis, das mein Boosterkreis. Zwei Leistungsabschnitte. Die Multimaus ist eingesteckt an der Z21 beim Booster. Ist ja kein Regler einsteckbar, muss auch so sein. Nun, jetzt drehen wir mal auf und lassen mal den Taurus, die ES64, fahren. Und wir haben einen Kurzschluss. Warum? Und zwar, wir müssen im Prinzip darauf achten, dass die Polarität zwischen Boosterkreis und dem Verstärkerkreis übereinstimmt. Haben wir die Polung vertauscht, haben wir einen kurzen bei der Überfahrt über die Trennstelle. Drehen wir das Ganze. So, das Ganze nochmal. Verstärkerkreis, Boosterkreis. Wir können also rüberfahren. Und Sie sehen, wir merken nicht einmal, dass wir die Trennstelle zwischen Verstärker und Boosterkreis überfahren. Nochmal rückwärts. Also deshalb, weil die Befehlslage in dem Verstärkerkreis wie in dem Boosterkreis ein und dieselbe ist. Jetzt werde ich nochmal die Polung vertauschen. Wir wiederholen das nochmal. Und jetzt wird gleich ein kurzer kommen. Sehen Sie? Kurzschluss, weil die Polung nicht stimmt. Wenn Sie also diese Booster verwenden mit Artikelnummer 10765, dann müssen Sie auf die korrekte Polung achten. Haben Sie bei Überfahrt über die Trennstelle einen kurzen, müssen Sie die Polung tauschen. Die modernen Booster, die in diesem Jahr noch auf den Markt kommen werden, haben darin im Booster selbst ein Kehrschleifenmodul mit eingebaut, sodass also eine verkehrte Polung sofort erkannt wird und
intern korrigiert. Also dort ist dann die Polung, wie Sie sie vorsehen, eigentlich egal. So viel zum Booster selbst. Nun vielleicht noch ein Hinweis. Ich sagte ja schon, den Booster brauchen Sie genau dann, wenn die Leistung nicht reicht. Jetzt nehmen wir mal an, Sie hätten drei Züge, unbeleuchtet. Kein Problem, Sie kommen ohne Booster aus. Jetzt setzen Sie noch einen Zug drauf und der hat beleuchtete Waggons. Und nun wird vielleicht der Überlastschutz der Z21 ansprechen. Jetzt wäre die Frage zu klären, brauche ich nun einen neuen Booster oder nicht? Bevor Sie also sich einen neuen Booster leisten, sollten Sie erstmal etwas Gescheiteres tun, nämlich es ist sinnvoller, die Glühbirnchenbeleuchtung aus den Waggons zu entfernen und dieselbe durch LEDs zu ersetzen. Warum? Eine LED hat nur ein Zehntel der Leistung einer Glühbirne. Bedeutet, dass Sie, wenn Sie LEDs verwenden, energetisch günstiger arbeiten. Es wäre nämlich totaler Unsinn, wenn Sie wertvolle Fahrleistung sinnlos für Beleuchtungszwecke verbraten. Also Glühbirnchen raus, LED rein, ist die gescheitere Lösung, als dieses Problem über einen Booster zu lösen. Wie wir bereits im zweiten Teil unserer Sendereihe gesehen haben, können wir auch Weichen digitalisieren, also mit einem Decoder versehen. Und da gibt es im Grunde genommen zwei Lösungen. Hier habe ich jetzt eine Geoline-Weiche. Hier liegt der elektrische Antrieb. Und hier stecken wir in den Weichenantrieb einen sogenannten Bettungsdecoder ein. Damit wäre also die Weiche digitalisiert und diese bekommt durch das darüber liegende Gleis Steuer- und Versorgungsspannung geliefert. Wir müssen also nicht mehr durchverkabeln zum Stellpult. Alle Schaltbefehle kommen übers Gleis. Der Vorteil dieser Lösung mit Bettungsdecoder ist, dass wir diesen Decoder in die Bettung einbringen, also wenn wir die Weiche auf den Boden legen, sieht man nichts mehr vom Weichendecoder, er verschwindet völlig in der Weiche, wäre sehr vorteilhaft für Fußbodenanlagen oder Teppichanlagen. Natürlich hat das also alles seinen Preis, nämlich ein solcher Bettungsdecoder kostet etwa zwischen 20 bis 25 Euro pro Weiche. Wer jetzt keine Teppichanlage hat, die man also immer wieder auf- und abbauen will, der kann auch eine andere Lösung wählen. Nehmen wir an, Sie haben eine Modellbahnanlage und wollen jetzt die Weichen digitalisieren. Dann nehme man einen solchen Weichendecoder, ein sogenannter Achtfachdecoder. Wir haben hier vier Anschlüsse, da unten vier Anschlüsse. Das heißt also, dieser externe Decoder versorgt acht Weichen. Stirnseitig hier gehen wir mit zwei Drähten auf die nächstgelegene Schiene und diesen Decoder selbst bringen wir unter der Anlage in das Zentrum von jeweils acht Weichen an. Mit zwei Drähten nach oben zur nächstgelegenen Schiene. Heißt also, dieser Achtfach-Decoder bezieht seine Steuer- und Versorgungsspannung über zwei Drähte, ebenfalls wieder übers Gleis, versorgt aber acht Decoder. Hier läge der Stückpreis pro Weiche etwa bei 9 bis 10 Euro, also wesentlich günstiger. Zusammengefasst würde bedeuten, den Bettungsdecoder nehme derjenige, der eine Teppichanlage hat, die er immer wieder auf- und abbauen will, jene Lösung als stationäre Lösung für eine Modelleisenbahnanlage. Jetzt stecken wir das Ganze mal zusammen und nun wollen wir ja die Weichen mal schalten. Wir haben jetzt vor uns eine Weichenstraße mit drei Weichen, alle drei Weichen mit Decodern bestückt. Und wenn wir dieselben gekauft haben, die Weichendecoder, und haben die eingebaut, haben alle die Adresse 1.
Nun müssen wir die Weichen ja unterscheidbar machen, denn wir wollen ja nicht drei Weichen auf einmal schalten, sondern getrennt. Also müssen wir jeder Weiche voneinander verschiedene Adressen geben. Wie machen wir das? Fangen wir mit der linken, von mir aus gesehen linken Weiche an. Wir ergreifen hier den kleinen Stellhebel, bewegen den ein paar Mal schnell hin und her. Jetzt geht die Weiche, wir hören es und sehen es, in den Programmiermodus. Fangen wir an, das soll die Weiche 1 werden. Ich gebe jetzt hier die 1 ein, betätige die Cursor-Taste und damit hat jetzt diese Weiche die Adresse 1. Beweis, wir können schalten und uns wird die Stellung der Weiche angezeigt, hier oben, abzweigend oder geradeaus. Zur zweiten Weiche. Hier, die soll nachvollziehbar die Adresse 2 bekommen. Wieder den Stellhebel ergreifen, ein paar Mal schnell hin und her. Wir hören und sehen es. Die Weiche ist im Programmiermodus. Ich stelle jetzt hier die 2 ein, betätige irgendeine der Cursor-Tasten. Also ist das jetzt hier die Weiche 2 mit der Adresse 2. Nun die dritte, die Adresse 3. Wieder Stellhebel ergreifen. Wir hören es. Programmiermodus. Jetzt wählen wir hier die 3. Cursor-Taste. Fertig. Somit haben wir jetzt eine Weichenstraße gebildet mit drei Weichen. Adresse 1, 2, 3. Und wie Sie gesehen haben, sind die Weichen unterscheidbar. Können wir über die Multimaus schalten, ohne ein Stellpult benutzen zu müssen. Nun werden wir das Ganze mal mit einem Tablet-PC arrangieren, denn beim Tablet-PC können wir dessen grafischen Möglichkeiten nutzen, um das Ganze einfacher zu gestalten. Denn bei der Multimaus müsste ich mir ja jetzt merken, dass das die Adresse 1 ist, dass die 2, dass die 3. Wenn wir das Ganze mit dem Tablet-PC abfotografieren werden und darüber die in der App enthaltenen Weichensymbole legen, dann muss ich überhaupt nicht wissen, ob das die Adresse 1 ist. Ich sehe an der Abbildung auf dem Monitor, die Weiche würde ich schalten, egal welche Adresse sie hat. Und das werden wir jetzt tun. Nehmen wir jetzt ein Tablet-PC. Im konkreten Fall nehmen wir hier ein iPad. Wir sind schon mit der Z21 über den WLAN-Router verbunden. Öffnen wir die App. Gehen hier nochmal raus. Wir sehen jetzt wieder die schon bekannte Struktur der Z21-App. Gehen hier mitten rein und wollen hier ein Stellwerk anlegen. Hier sind wir jetzt im Fahrmodus. Wir gehen dazu raus. Stellwerkeinstellungen hier. Hier ist schon etwas angelegt, wir rücken das weiter. Dieser Teil ist nun frei, da können wir etwas installieren. Und zwar werde ich jetzt zur Bildung des Stellwerkes auf dem Tablet-PC den Fotomodus nutzen, also mir die grafischen Eigenschaften eines Tablet-PCs zu eigen machen. Dazu tippe ich jetzt hier auf die Kamera und werde jetzt das hier abfotografieren. Müssen wir natürlich ein bisschen höher gehen. Mal gucken, ob das was geworden ist. Und zwar schauen wir mal, ich habe das eben abfotografiert. Wir sehen das auch wieder. Das hier wäre die rechte Weiche. Die befindet sich hier. Die hier auf der anderen Seite befindliche ist eine linke. Die ist nur noch angedeutet, hat nicht ganz raufgepasst. Ich hätte ein bisschen höher steigen müssen, nun bin ich nicht so groß, aber ich denke mal, es reicht, um das zu veranschaulichen. Dieses Foto werden wir jetzt verwenden. Legen wir nun die Weichen über das geschossene Foto, tippen hier auf Plus. Hier oben sind die Steuerungselemente, also auch die Weiche. Das da wäre eine rechte und das als Symbol auch. Die schieben wir mal da oben hin.
Die hat bei mir hier die Adresse 1 und das müssen wir hier auch eintragen. So, fertig. Jetzt kommt die nächste Weiche. Das wäre wieder eine rechte. Rechts, jawohl. Die hat die Adresse 2. Die nächste Weiche unten ist eine linke. Ziehen wir das hoch, wählen eine linke Weiche aus. Ja, eine linke Weiche. Die hätte jetzt die Adresse 3. Fertig. Schieben wir die darunter, die dorthin. Wir sehen jetzt, dass die Lage der Weichensymbole nicht mit dem Foto übereinstimmen. Was machen wir? Wir drehen die Weichen, indem wir jetzt auf die Weiche tippen und die jetzt drehen werden. Sie sehen, wenn wir jetzt hier auf den Pfeil tippen, drehen wir die Weiche in die Wunschlage. So, das könnte passen. Wir können das auch noch ein bisschen größer machen. So, schieben jetzt die Weiche da drauf. Nehmen wir die Weiche. Auch die müssen wir in die Wunschlage drehen. Na, noch einmal so. Und werden die auch ein bisschen vergrößern. Schieben wir sie da drüber. Und jetzt käme die letzte Weiche. Halt, Augenblick. Ziehen wir mal ein bisschen hoch, dass wir sie drehen können. So. Drehen wir sie. Eine linke Weiche. So. Und schieben sie jetzt nach unten. Jetzt wären wir fertig. Wenn wir nun alles richtig gemacht haben, müssten sich jetzt diese Weichen schalten lassen. Sie hören und sehen es. Es wird auch hier gleichzeitig angezeigt, ob geradeaus oder abzweigend. Also können wir sehr komfortabel uns mit einem Tablet-PC ein Stellwerk anlegen und müssten uns jetzt nicht merken, ob das die 1 ist oder das da unten. Wir tippen jene Weiche an, die wir schalten wollen, nach Angesicht. Jetzt können wir auch Fahrstraßen bilden. Dazu verwenden wir das gleiche Bild, gehen nochmal raus, wieder hier in die Einstellungen hinein, finden wieder hier unser Bild und gehen auf Plus und sagen Fahrstraße bilden. Jetzt kommt hier gleich der Fahrstraßenschalter. Nun wähle Fahrstraße. Jetzt müsste ich natürlich hier oben erstmal eintragen, wie soll denn die Fahrstraße heißen? Nennen wir die erste ganz einfach F, wo ist F? Hier, F1. So, wäre das fertig, benannt haben wir sie. Jetzt wähle Fahrstraße. Jetzt könnte zum Beispiel die erste Fahrstraße schon mal jene sein, alle Weichen geradeaus. Sehen wir sie hier, also alle auf geradeaus und wir wären fertig. Erste Fahrstraße. Jetzt kommt die zweite Fahrstraße. Nennen wir sie konsequenterweise F2. So, steht da. Wähle Fahrstraße. Und jetzt sagen wir mal geradeaus, geradeaus, abzweigend. Die setzen wir auf geradeaus. So, und wir wären fertig. Schieben wir unseren Fahrstraßenschalter dahin. Nun, noch eine und dann soll es gut sein. Die dritte Fahrstraße, natürlich dann F3.
So, wähle Fahrstraße und jetzt sagen wir geradeaus, geradeaus, abzweigend und die bleiben auf geradeaus. Hätten wir also jetzt drei Fahrstraßen fertig, schieben den Fahrstraßenschalter dahin. Folgerichtig müsste das nun hier funktionieren. Schauen wir mal. F1 war alle geradeaus. Also alle werden geradeaus gestellt. Stimmt. Jetzt wäre jene abzweigend, die beiden geradeaus. Stimmt auch. Die dritte. Und zwar, das war hier geradeaus, halt hier geradeaus, dort abzweigend. So können wir ganz einfach Fahrstraßen bilden. Das wäre jetzt hier, wenn Sie so wollen, ein komplettes Stellwerk. Sehr komfortabel und einfach darzustellen. Wenn wir nun, werte Zuschauer, den externen Weichendecoder nehmen als Achtfachdecoder, dann sieht die Verschaltung wie folgt aus. Ich sagte es auch schon, stirnseitig hier entnehmen wir die Spannung vom Gleis. Ich habe jetzt hier zwei Laborschnüre dafür benutzt, klemme das hier auf. Den Bettungsdecoder habe ich rausgenommen und stattdessen gemäß Gebrauchsanweisung den zur Weiche mitgelieferten, das zur Weiche mitgelieferte Kabel dort eingesteckt. Der Weichendecoder hat jetzt die Adressen 9, 10, 11, 12, 13, 14, na halt, stopp, nochmal, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also das da wäre die 13. Ich gebe jetzt hier 13 ein und kann hier die Weiche schalten. So könnten wir also 8 Weichen damit schalten. Nehmen wir mal an, wir wollen den jetzt umprogrammieren. Zum Beispiel, wir wollen jetzt hier die 1 haben. Dann hätte zwangsläufig die Seite die Adressen 1 bis 4 immer numerisch aufsteigend und jene Seite 5 bis 8. Wie verfahren wir? Ich drücke hier den Programmiertaster. Sie sehen, jetzt blinkt dort eine grüne LED. Gehe jetzt hier auf die 1 und drücke die rechte Cursor-Taste. Dann hat die Seite die Adresse 1 bis 4. Jetzt die andere Seite muss ich auch programmieren, wieder den Programmiertaster drücken. Jetzt müsste ich 5 eingeben und mit der 5 würde sozusagen die Reihe automatisch die Adressen 5 bis 8 bekommen. Haben wir alles richtig gemacht, müsste jetzt die Weiche schalten. Und zwar jetzt nicht auf der 9, sondern auf der 5. Und nehmen wir das mal hier ab, stecken das hier auf die 1. Dann, Augenblick, so, wählen wir hier die 1. Dann schaltet die gleiche Weiche jetzt auf der Adresse 1. So viel zu den Weichendecodern. Wenn Sie motorische Antriebe haben sollten, dann können Sie diesen speziellen 8-fach-Weichendecoder nicht verwenden. Warum? Der gibt nur eine impulsförmige Spannung ab, deren Impuls so lange ist, wie die Weichenzunge braucht, um von einer Endlage in die andere Endlage zu schalten. Also vielleicht 2-3 Millisekunden. Und das wäre es dann. Das reicht natürlich zur Betätigung eines motorischen Weichenantriebes nicht. Dann müssten Sie sich Weichendecoder kaufen, die also eine Dauerspannung abgeben. Würde mir einfallen, zum Beispiel ein entsprechender Weichendecoder von der Firma ESU. Zum Abschluss unserer 7. Folge unserer Sendereihe wollen wir nun noch schlussendlich den Signaldecoder behandeln. Nun, wenn wir zum Beispiel Formsignale haben, Formsignale haben ja im Grunde genommen den gleichen Antrieb wie Weichen. Die kennen also nur zwei Stellungen, links oder rechts oder Signalflügel unten oder oben.
ebenfalls ein elektromagnetischer Antrieb. Wenn Sie also Formsignale schalten wollen, können Sie genau diesen weichen Decoder nehmen, denn Sie brauchen zum Schalten der Signale auch nur einen Impuls. Folgerichtig könnten Sie damit Weichen mit elektromagnetischem Antrieb betreiben, als auch Flügelsignale oder auch Formsignale genannt. Was passiert nun, wenn Sie zum Beispiel wie hier stehend ein zweibegriffiges Lichtsignal haben? Ich habe das mal einfach angeschlossen und denken wir daran, dieser Weichendecoder gibt nur einen kurzzeitigen Impuls aus. Was passiert, wenn wir jetzt das Lichtsignal an einen solchen Weichendecoder anschließen? Betätigen wir das? Sie sehen, nur impulsförmig, genauso lange wie der Impuls dauert, brennt auch nur die LED. Folgerichtig ist dieser Weichendecoder für Lichtsignale nicht einsetzbar. Für Formsignale ja, für Lichtsignale nein. Wir brauchen für Lichtsignale ebenso wie für motorische Weichenantriebe einen Weichendecoder, der eine Dauerspannung ausgibt. Und das wäre zum Beispiel ein Weichendecoder der Firma ESU. Den habe ich hier. Von ESU einen Weichendecoder. Der kann im Prinzip, oder bei dem kann man die Impulsdauer von ein paar Millisekunden bis zur Dauerspannung einstellen. Und das werden wir jetzt mal tun. Spannung liegt an, das wäre hier die Spannungsversorgung. Hier habe ich das Lichtsignal mit der Adresse 5. Ich wähle hier die 5 auf meiner Multimaus und schauen wir mal, Sie sehen, wir können das zweibegriffige Lichtsignal schalten mit Dauerspannung. Das sollten Sie wissen bei Signalen, dass Sie den entsprechenden geeigneten Decoder wählen. Fassen wir nochmal zusammen. Brauchen Sie Dauerspannung am Decoder, dann nehmen Sie zum Beispiel den von ESU oder einen geeigneten anderen, einer anderen Firma. Dann wären Lichtsignale betreibbar oder zum Beispiel hier dran auch motorische Antriebe von Weichen. Im Falle dieses Decoders nur Weichen mit elektromagnetischem Antrieb oder Formsignale mit einem elektromagnetischen Antrieb. So, werte Zuschauer, somit wären wir also durch 7 Teile durch Digitaltechnik für Einsteiger. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Nebenbei bemerkt, all das, was computerseitig zu berücksichtigen ist für Steuerung von Modelleisenbahnen, das haben wir schon in 10 Folgen behandelt, können Sie sich auch dort anschauen. Dort werden Sie viele Themen, die wir hier schon behandelt haben, in irgendeiner Art und Weise wiederfinden.